Moin und hallo zu einem neuen Interview der Woche. Heute direkt vom Fußballplatz hier in Pampo beim MSV Pampo. Und neben mir steht Ronny Stamer, Trainer und Geschäftsführer des MSV Pampo. Und der MSV Pampo ist aufgestiegen letzte Saison in die Oberliga. Am letzten Wochenende gab es dann das erste Spiel in der Oberliga. Eine Heimniederlage, seit Ewigkeiten mal wieder. Ganz kurzes Resümee, wie war das Spiel? Ja, es war natürlich ein Highlight. Ne? Hat man natürlich gemerkt, dass das gesamte Umfeld, die Verantwortlichen, wir natürlich auch die Spieler, schon auch dem Spiel entgegengefiebert haben. Haben noch eine lange Vorbereitungszeit hinter uns und ja, waren natürlich dann auch froh, dass es losgeht. Und ich denke, wir hatten eine ordentliche Kulisse, über 500 Zuschauer. Am Ende hat es nicht ganz gereicht zum Punkt, aber ich denke, wir haben uns hier zu Hause im ersten Spiel vernünftig präsentiert. Nochmal ganz kurz den Sprung zurück. Letztes Jahr der Aufstieg. Ihr habt einen relativ langen Anlauf genommen, letztes Jahr sehr souverän. Was bedeutet das für so einen etwas kleineren Verein, wie MSV Pampo, in die Oberliga aufzusteigen? Ja, ich denke, was richtig groß ist. Der Verein selber hat ja 10 Jahre lang jetzt in der Verbandsliga gespielt. Auch immer oben mit. Gab mal so einen Ausreißer, wo man auf 8 reingekommen ist, aber ansonsten eigentlich immer unter die besten 4. Ja, ich sag mal, ich selber mache das jetzt als Trainer 4 Jahre lang und auch da, denke ich, haben wir nicht nur über das Pokalfinale 2017, sondern auch in den jeweiligen Saisons dann immer geschafft, uns stetig weiterzuentwickeln. Ja, und in der letzten Saison hat es dann geklappt und klar, für so ein Dorf, sage ich mal, von 3000 Einwohnern ist das natürlich schon was Beachtliches, sage ich mal, dass man es dann geschafft hat, in die Oberliga aufzusteigen. Ihr habt das Aufstiegsteam einigermaßen zusammengehalten, kann man sagen, und natürlich auch punktuell verstärkt. Also da sind einige Namen dabei, die du als Trainer auch schon früher hattest, Jevgeni Patermann, John Per Bohmann. Worauf habt ihr bei den neuen Jungs geachtet? Ja, ich sag mal, es war uns natürlich wichtig, sag ich mal, dass wir auch wieder den einen oder anderen Externen dazu holen, um natürlich auch ein bisschen frisches Blut mit reinzukriegen. Da haben wir natürlich schon geschaut, dass wir uns fußballerisch weiterentwickeln, weil wir halt eben auch wollen, dass wir gerade, ich sag mal so, fußballspezifisch im zentralen Bereich, aber auch in der Geschwindigkeit nach vorne, also sprich dann im vorderen Bereich und über die Außenposition, halt Tempo entwickeln können. Und ich sag mal, gerade mit Jevgeni, der auf verschiedenen Positionen spielen kann, also ganz vorne drin, wie auch am Flügel, oder auch Johnny, sag ich mal, der ja auch, ich sag mal, technisch ein ganz, ganz starker Fußballer ist und auch viele Sachen gut antizipieren kann, haben wir natürlich dann auch 2 dazu bekommen, die ja auch so ein Spiel lesen können und die natürlich gerade durch ihre technischen Voraussetzungen uns gerade im Spiel nach vorne auch gewisse Impulse geben können. Dazu kommt, sag ich mal, solche Spieler wie Dominik Schnabel, der ja auch schon hier gewesen ist, der natürlich auch eine super Grundstelligkeit mitbringt. Das war uns wichtig, dass wir uns halt gerade auch im Tempo nach vorne weiterentwickeln. Und es sind relativ viele Jungs aus dem Nachwuchs mit nach oben gekommen. Habt ihr auch eine starke Nachwuchsmannschaft. Kann man die in der Oberliga überhaupt integrieren? Ja, man hat es am Wochenende gesehen. Sebastian Labrenz, beste Beispiel. Also hat eine absolut top Vorbereitung mitgemacht. Jetzt auch das erste Spiel von Anfang an. Hat seine Sache da auf der Rechtsverteidigerposition absolut klasse gelöst. Ist natürlich klar, dass man die Verbandsliga im A-Jugendbereich nicht vergleichen kann mit dem Herrenfußball. Egal nun, ob Verbandsliga-Ebene oder auch selbst eine Spielklasse höher Oberliga. Aber ich denke, er ist einer, der gerade auch im Zweikampfverhalten unheimlich stark schon ist mit seinen 18 Jahren. Das hat man gesehen und ja, er hat einfach gut in den Vorbereitungsspielen gearbeitet und damit auch seine Startformation gerechtfertigt. Dazu kommt, dass wir sicherlich den einen oder anderen auch jungen Spieler ja schon ins Training mit integriert haben, insgesamt 6 Spieler. Und dass wir da auch schon ein paar Jungs dabei haben, die das definitiv auch in der Zukunft schaffen können. Justin Hoffmann ist ein gutes Beispiel, der auch Mannschaftskapitän in der A-Jugend gewesen ist. Ein Linksbeiner, auch ein defensiv sehr starker Spieler. Ja, und dann haben wir natürlich noch 2, 3 andere, die sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, weil es natürlich auch schon ein gewaltiger Sprung ist zwischen Nachwuchsbereich und Herrenfußball. Inwiefern ist die Oberliga auch irgendwie eine völlig neue Herausforderung für euch? Also inwiefern habt ihr mehr Kosten und inwiefern habt ihr vielleicht auch mehr Möglichkeiten, was Sponsoren und so weiter angeht? Ja, lukrativ, denke ich, ist was anderes. Ne? Also ich sag mal, da wird es wahrscheinlich auch erst ab Regionalliga interessant für die Vereine. Hier ist es so, dass wir, ich sag mal, nicht nur die Mannschaft und das Trainerteam und auch die Verantwortlichen im Verein, sondern das Umfeld natürlich auch sich danach gesehnt haben, auch mal andere Mannschaften zu sehen. Und wenn man 10 Jahre Verbandsliga gespielt hat und immer der FC will das nicht abwerten oder Pasto oder andere Vereine dann hier waren, dann ist es schon mal interessant, auch mal Hertha Zehlendorf, Tennis Borussia, Lok Stendal zu sehen. Ja, es ist schon so, dass wir natürlich auch ein bisschen mehr Geld an die Hand nehmen müssen, weil natürlich die Reisen weitere werden.
die Schiedsrichter kommen nicht mehr aus dem Land Mecklenburg, sondern sie kommen aus Sachsen-Anhalt, aus Berlin oder aus Brandenburg. Ja, für die Sicherheit der Zuschauer muss man sorgen. Da, auch da müssen wir logischerweise den einen oder anderen mehr auch auf die Anlage holen. Ja, und dadurch haben wir natürlich auch ein paar mehr Kosten. Aber uns kam es einfach darauf an, dass wir auch den Jungs, die über mehrere Jahre jetzt hier schon Fußball spielen, einfach auch die Möglichkeit bieten, endlich auch mal gegen Mannschaften zu spielen, die natürlich ein anderes Niveau mitbringen. Und für uns auch als Trainer war es natürlich wichtig zu gucken, ja, wie stehen wir vom Niveau her? Können wir mithalten? Sind wir in der Lage, da halt eben auch eine Rolle mitzuspielen? Ne? Du hast gerade gesagt, in der Verbandsliga kanntet ihr so ein bisschen die Mannschaften in- und auswendig mittlerweile. Wie ist es jetzt in der Oberliga? Wie könnt ihr euch auf die Spiele als Trainerteam vorbereiten? Gibt es da irgendwie Videomaterial oder ja, wie kann man das machen? Ja, es ist ja nicht so, dass man wie im bezahlten Fußball seine Scouts hat, die man dann punktuell natürlich dann zu den Spielen schickt, sondern so wie du schon gesagt hast, wir selber haben es ja auch seit letzter Saison, die letzten beiden Spiele, dass wir über einen Anbieter hier eine Kamera auf der Anlage haben, was die anderen Vereine halt auch haben, so dass man sich dann Videomaterial besorgt, um dann mal zu gucken. Man kennt natürlich viele Trainer, selbst auch aus der Oberliga, mit denen man sich dann auch mal austauscht, sag ich mal, gerade auch die Mecklenburger Vereine, ob das nun Wismar war oder Schwerin oder auch Greifswald, so dass man dann schon auch so ein bisschen gehört hat, ja, welche Mannschaften auf einen zukommen und wo da die Stärken und Schwächen sind. Ne? Für uns ist es auch ein bisschen Neuland. Wir haben auch gesagt, wir lassen uns die erste Halbserie auf uns wirken, um dann einfach mal zu gucken und sicherlich dann auch in der zweiten Halbserie ein bisschen detaillierter dann auch arbeiten zu können. Neben der schweren Aufgabe in der Liga gibt es ja noch einen anderen Wettbewerb, den Landespokal, wo ihr in den letzten Jahren ja auch immer eine gute Rolle gespielt habt eigentlich. Was habt ihr euch da vorgenommen? Ja, absolut wichtiger Wettbewerb. Ich denke, jeder, der 2017 mit dabei war, hat gemerkt, dass das natürlich was Riesiges ist, bei so einem Endspiel dabei zu sein. Neustrelitz hat eine Top-Anlage. 4.500 Zuschauer. Sicherlich ist es relativ häufig der FC Hansa Rostock, der das Endspiel dann auch erreicht. Würde mir natürlich auch mal wünschen, dass, wenn man das dann schafft, egal welche Mannschaft, welcher Verein, dass Hansa dann unter die ersten vier kommt, vielleicht sogar dann auch aufsteigen kann, sogar um dann letztendlich automatisch für den DFB-Pokal, dann auch melden kann. Und dass die Mannschaft, die dann im Finale steht, die Chance hat, auch in den DFB-Pokal einzuziehen. Also wir haben gesagt, neben dem Verbleib in der Liga ist es für uns enorm wichtig, dass wir diesen Pokal auch so lange wie möglich dann auch halten können, dass wir Runde für Runde natürlich gerade auch zum Anfang hochkonzentriert arbeiten müssen, weil da ist natürlich die Gefahr, da fährst du natürlich zu Landesklassen oder Landesligisten und wo du natürlich dann zu 100% deine Leistung abrufen musst, um dann natürlich auch Runde für Runde weiterkommen zu können, ganz klar. Ist man da als Oberligist irgendwie noch ein bisschen mehr unter Druck als vorher als Verbandsligist? Absolut, absolut. Du fällst natürlich noch tiefer, das ist natürlich klar. Für die sind es dann Highlight-Spiele, sag ich mal, und die freuen sich darauf. Jetzt am kommenden Samstag ist es ja dann soweit, da spielen wir in Graal-Müritz. Auch eine Top-Anlage, ein guter Gegner, ein schwieriger Gegner. Auch immer gezeigt, dass sie in der Landesliga eine gute Rolle mitspielen können. Da müssen wir natürlich hellwach sein, mit der richtigen Einstellung zu Werke gehen, um da natürlich Runde für Runde weiterzukommen. Mit Heimspielen wird es schwer werden, da aufgrund dessen, dass wir halt Oberligist sind. Dann muss es halt schon Hansa sein oder selbst auch eine andere Oberligamannschaft, um dann hier auch wieder zu Hause zu spielen. Aber wir wollen definitiv wieder ins Pokalendspiel. Das ist unser erklärtes Ziel. Und da müssen wir jetzt am Wochenende ja, den ersten Grundstein für legen. Dann nochmal zum Schluss, ganz klar in der Liga. Was ist das Ziel und was muss alles passieren, damit das Ziel erreicht wird? Ja, wir müssen uns relativ schnell daran gewöhnen, dass es hier anders abgeht. Also das hatten wir am Wochenende gemerkt. Sicherlich ist Hertha Zehlendorf eine Mannschaft gewesen, die ja auch deutlich in der PK gesagt haben, dass sie ganz oben mitspielen wollen. Das hat man auch gemerkt, gerade erste Halbzeit, so die ersten 20, 25 Minuten, wenn sie dann angezogen haben, dann hat man natürlich die technischen Voraussetzungen und natürlich auch das Tempo gesehen. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir so schnell wie möglich uns an dieses Niveau gewöhnen. Das ist klar, wir müssen verletzungsfrei bleiben, dass wir immer wieder aus dem Vollen schöpfen können. Nach Möglichkeit jetzt gerade die beiden nächsten Auswärtsspiele, die wir dann in Greifswald und Torgelow haben, dass wir da auch was Zählbares mitnehmen, um nicht, sag ich mal, jetzt mit dem, ja, wie man so schön sagt, mit dem Fehlstart in die Saison zu gehen, um dann von ganz unten das Feld aufräumen zu müssen. Also es wäre schon wichtig, dass wir halt, wie gesagt, da halt auch auswärts, was vielleicht auch vom Kopf her ein bisschen einfacher wird, uns die Punkte holen. Und dann glaube ich schon, das haben wir hier am Wochenende auch gesehen, dass wir in der Lage sind, einfach auch mithalten zu können. Aber wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass die Mannschaft halt eben auch so zusammenbleibt, dass uns die Leistungsträger natürlich auch erhalten bleiben, dass keiner sich verletzt und dass wir über unsere mannschaftliche Geschlossenheit auch kommen. Und dann bin ich eigentlich der Auffassung und der Meinung, dass wir
hoffentlich am Ende auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Dann dafür auf jeden Fall alles Gute. Wir werden sicher auch das ein oder andere Mal beim Spiel vorbeischauen. Ja, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche.